Also ich finde diese Entscheidung von diesem Bundestag finde ich sehr negativ, kommt mir negativ über, weil es geht hier um eine Entscheidung, die sehr bürokratisch ungerecht ist, wie auch immer. Das kann man vieldeutig sehen, aber es geht hier darum, hier geht es um die Demokratie, um die Freiheit, Freiheitsentscheidung. Da muss ich ganz ehrlich sagen, hätte auch das Volk entscheiden dürfen, wie die dazu stehen. Und hier wurde wieder über das Parlament entschieden, wo das Volk gar nicht mehr gefragt wird. Wer sind wir eigentlich, Bundesbürger? Die türkischen Bürger, die hier seit Jahren arbeiten und leben, die fragen sich doch mittlerweile, was ist das hier noch, eine Demokratie hier in Deutschland? Da frage ich mich mittlerweile, gibt es gar nicht mehr, nur noch auf Papier. Dankeschön. Dankeschön. Und was möchten Sie über diese Thema sagen? Ja, wir sollten unsere türkischen Freunde schon ziemlich unterstützen in dieser Hinsicht. Dass jeder Deutsche dann auch vielleicht mal so ein bisschen drüber nachdenken sollte, weil die Türken halt schon hier auch geboren sind. Ich glaube nicht daran, dass die Türkei Völkermord an Armenien begangen hat. Und deswegen bin ich auch hier. Okay, danke schön. Bitte. Also ich möchte zu sagen, zu diesem System, was damals im Osmanischen Reich passiert ist, kann man einfach nicht dahinstellen, weil schließlich haben die Russen Waffen geliefert, wie es aus Dokumenten herkommt. Es sind viele Sachen auch bewiesen worden, dass die Franzosen schon im Osmanischen Reich waren. Die haben versucht, das Land aufzuzahlen. Es waren die Engländer da, es waren die Italiener da, es waren teilweise auch schon die griechischen Bevölkerung da. Und Deutschland war selber auch da und die haben sich alle enthalten und haben das toleriert, was da geschehen ist. Und hätten sie auch da schon längst eingreifen können. Und jetzt kann man nicht einfach dahin gehen und jetzt einfach das türkische Volk, die auch damit nichts zu tun haben, sehe ich jetzt halt so, die einfach auch mehr für Freiheit sehen wollen, die möchten auch auf eine Art Frieden haben wollen. Und da kann man diese Leute jetzt nicht deswegen beschuldigen, was damals passiert ist. Ja, wir stehen jetzt hier gerade vor dem Düsseldorfer Landtag, um einfach ein Zeichen zu setzen, dass es in der Türkei keinen Völkermord gegeben hat. Und die eigentliche Frage ist doch gerade momentan aktuell, anstatt jetzt mal auf die Türkei in die Geschichte reinzugucken, was gerade momentan aktuell in Gaza abläuft, ja, dass Menschen dort immer noch umgebracht werden und in dem größten Gefängnis der Welt leben, in dem Sinne, im Gaza. Ja, das sollte mal im Bundestag mal diskutiert werden, aber da traut sich keiner den Mund aufzumachen und was dagegen zu sagen einfach. Und das ist ein ganz falscher Ansatz. Ja? Stimmen Sie zu? Genau. Super. Evet hanımefendi, parlamentoda alınmış bu siyasi karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Tamamen kabul etmediğimiz bir karar. Hiçbir hukuki anlamı, geçerliliği yoktur bizim için. 100 yıl önce yaşanmış, sözde yaşanmış, gerçekliliği dahi bilinmeyen bir şey hakkında burada karar veriliyor. Hukuki geçerliliği yok. Ama şu an günümüzde Filistin'de, Suriye'de, Afganistan'da, Irak'ta, Uygur Türklerinde, Doğu Türkmenistan'da o kadar zulüm varken bugün bunu gündeme getiriyorlarsa burada kesinlikle insan hakları söz konusu olamaz. Burada gerçekten ciddi siyasi oyunlar var. Umarım bunu halkımız görür. Hep birlikte buna bir çare getiririz inşallah. Ich möchte dazu nur sagen, wir sitzen gerade vor einem oder wir stehen vor einem Parlament, der vor 50 Jahren noch 2 Millionen unschuldige Menschen umgebracht hat in Gaskammern. 21 Millionen Menschen in einem Krieg gestorben sind und die nehmen sich das Recht, uns zu verurteilen. Es ist eine Sache, die verstehe ich so persönlich nicht. Ganz einfach, 1992, ganz einfaches Beispiel, wurden 600 türkische Menschen von Armeniern geschlachtet. Da ist noch ein Arzt gewesen, der das heute noch zugibt, er lebt, dass er gesagt hat, er hätte ein 6-monatiges Baby genommen und ihn lebendig gehäutet, weil er wissen wollte unbedingt, wie lange ein türkisches Kind leben kann. Und wir reden jetzt hierüber. Hierüber möchte ich nicht reden. Hierüber muss ich nichts sagen. Es ist ganz einfach, das akzeptieren wir nicht. Nicht die 80 Millionen Türken. Unmöglich. Dankeschön. Wie schon, Dankeschön. Alman ve Türk kardeştir. Çıkan karar kalleştir. Alman ve Türk kardeştir. Çıkan karar kalleştir. Alman ve Türk kardeştir. Çıkan karar kalleştir. Alman ve Türk kardeştir. Çıkan karar kalleştir.